Und lediglich einer kann ihm das noch streitig machen. Und das wird ganz spannend. Dieser Chinook, dieser Karel, der funktionierte wie am Schnürchen vorhin im Umlauf. Kann er das jetzt hier im Stechen ebenso machen? Denn die Runde von Thomas Holz, die war einzigartig. So, Sebastian Kasjönink, Chinook, jetzt hier in der Zwischenzeit, ebenfalls bei ungefähr 17 Sekunden. Das ist Neck and Neck, das ist Nase an Nase. Und es wird entschieden auf den letzten Metern. Und da heißt es zu fighten für die beiden Chinook, Sebastian Kasjönink. Und die kommen ins Ziel geflogen mit 35, zwar nicht ganz, aber mit 36, 2, 4 Sekunden. Dieses Pferd konnte man heute nicht schlagen. Im Umlauf schon so sicher auf der Spur, wie die das absolviert haben. Und im Stechen lässt es sich Sebastian Kasjönink nicht nehmen, diesen tollen Auftritt hier einfach zu komplettieren und bringt das Ganze siegreich ins Ziel. Unglaublich spannend, hochinteressant. Sie sehen es, die Zuschauer stehen auf. Es gibt Standing Ovation für den Warendorfer Champion der Siebenjährigen. Einige Spötter gibt es auch schon, die kritisch so ein bisschen ihre Sachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jedes Jahr anders. Es ist jedes Jahr schön. Und auch in diesem Jahr ist es wieder wirklich hochinteressant. Und wir begleiten noch den Sieger. Apropos den Sieger, den werde ich im Übrigen gleich noch schauen, ob ich den noch vielleicht die ein oder andere Frage dann gleich noch stellen kann, nämlich mit einem kleinen Siegerinterview. Und bleiben Sie also dran, bis dahin.